So, versuchen wir es nochmal. Bisschen haben wir gerade mit der Technik hier zu tun. Liebe Fürstenwalderinnen und Fürstenwalder, versuchen irgendwie noch rauszukriegen, ob das Video jetzt sichtbar ist. Vielleicht kann jemand was kommentieren, wenn ich zu sehen bin. Oh, jetzt habe ich einen, der zuguckt. Wer auch immer es ist, mal kurz kommentieren. Bitte, ist alles zu sehen, zu hören? Bin ich zu hören? Ist das erste, zwei haben wir jetzt. Das erste Video, das erste Live-Video auf der Rathaus Fürstenwalde-Seite. Bitte um Verständnis. Wenn die Dinge noch nicht so richtig funktionieren, wir versuchen irgendwie noch uns selbst zu sehen. Was irgendwie aktuell nicht so wirklich gelingt. Jetzt sind wir jetzt zu sehen. Gut. Dann. Oh, jetzt. Super. Silvio, danke. So, jetzt zwei Zuschauer. Vielleicht können wir es nochmal kurz verteilen. Nochmal in die Gruppen teilen, dass wir jetzt möglichst viele Zuschauer haben. Sinn und Zweck der Sache ist ja, dass viele erreicht werden. Silvio, kannst du mal kurz schreiben, wo du uns sehen kannst? Wo du mich sehen kannst? Ich sehe mich selber nämlich nicht auf der Seite. Drei. Ich würde sagen, wir warten noch ein paar Minuten. Läuft es wenigstens flüssig? Wir sind auf der Stadtverwaltungsseite. Jetzt müssen wir erstmal aus das Rathaus Fürstenwalde. Wo sind wir? Auf der Admin-Seite sozusagen. Auf der Admin-Seite, das ist der Facebook-Seite. Jetzt müssen wir also aufs Rathaus posten. Aha, okay. Also, wir arbeiten noch dran. So, sehe alles super und Ton ist super, keine Probleme. Hervorragend. Silvio, jetzt hoffe ich, dass wir irgendwie live sind. Jetzt, oh wow, na wunderbar. Hervorragend. So, 10 Zuschauer haben wir schon. Gut, wir werden das Video sowieso dann allen zur Verfügung stellen, damit es nochmal hinterher angesehen werden kann. So, erstmal vorneweg, mir ist durchaus klar, es ist schon Donnerstag. Ich habe versucht, jedenfalls über die Seite Rathaus und über alle möglichen Kanäle so viele Informationen zu geben, wie mir möglich war. Trotzdem jetzt relativ spät, nichtsdestotrotz hoffentlich nicht zu spät. Sehr, sehr viele Informationen sind in den letzten Tagen auf uns alle eingeprasselt, so auch auf uns, auf die Verwaltung und natürlich auch auf alle Bürgerinnen und Bürger. Also von daher wichtig war jetzt an erster Stelle mal die Handlungsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen. Nichtsdestotrotz ist mir eines ganz wichtig, ganz vorne ranzustellen, nämlich einmal einen Dank auszusprechen an alle, die sich erstmal an die Anweisungen halten, an alle, die sich an die Verordnungen halten, an all diejenigen, die
für sich selbst in der Eigenverantwortung gesagt haben, okay, ich halte mich dran, ob man das nur sinnvoll erachtet oder nicht sinnvoll erachtet. Da sicher kann man darüber streiten und sicherlich werden wir noch ganz, ganz viele Gespräche hoffentlich hinterher gemeinsam darüber führen. Aber erstmal ist wichtig, dass alle diejenigen der Dank erreicht, die sich, wie gesagt, aufopferungsvoll, solidarisch verhalten, die die Infrastruktur aufrechterhalten, die das Gesundheitswesen am Leben erhalten, die im Einzelhandel die leeren Regale immer wieder auffüllen, Feuerwehr, Polizei und alle, die ich nicht genannt habe. Aber wie gesagt, auch an alle Teile, an alle aus Fürstenwalde, die sich, wie gesagt, daran halten und möglichst versuchen, das soziale Leben runterzufahren. Danke an alle, die Ruhe bewahren. Das ist, glaube ich, im Moment das Wesentlichste, nicht kopflos zu agieren, aber eben dann doch so weit mitzuwirken, dass wir alle gemeinsam jedenfalls diese Situation meistern können. Ich will vielleicht nochmal vorneweg, weil ich habe das Gefühl, auch aus den letzten Tagen und die Anfragen, die so reinkamen und Diskussionen, die man so mitverfolgt hat, dass das noch nicht so richtig angekommen ist. Das oberste Ziel ist gerade im Moment, dass wir das soziale, das Leben, das soziale Leben so weit wie möglich runterfahren. Es geht eben nicht darum, noch möglichst viele sozusagen Ausnahmeregelungen zu schaffen und Ähnliches, sondern es geht eher darum, genau das nicht zu tun. Das ist insbesondere deshalb wichtig, nochmal zu betonen, weil auch Forderungen kamen, dass wir doch die Regelungen zur Notbetreuung in den Kitas und Horten doch möglichst weit auslegen sollen. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe klipp und klar gesagt, nein, möglichst wenig. Und das war auch das, was ich in den letzten Tagen hier verwaltungsseitig getan habe, seit letzten Freitag schon. Wir haben auch das Wochenende zusammengesessen und Vorbereitungen getroffen für diese Woche. Nämlich, dass wir auch verwaltungsseitig sagen, wir reduzieren möglichst weit runter auf das Minimum, was wir haben. Meine Zielgröße liegt so bei 50 bis 70 Personen in der Kernverwaltung. Wir haben normalerweise den 3- bis 4-fachen Bestand an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort. Sie haben sicherlich einige Sachen schon, Sie, Ihr, ich beschränke mich jetzt mal auf das Ihr, auf das Du, sicherlich mitbekommen, was wir jetzt schon eingeleitet haben. Wir haben eine Notrufnummer, nicht eine Notruf, eine Hotline haben wir eingerichtet innerhalb der Verwaltung. Das ist die 557-557 in der Durchwahl, natürlich Vorwahl Fürstenwalde. Dort, die Hotline ist besetzt zwischen 10 und 16 Uhr. Und bitte auch diese Nummer wählen für alles, was in irgendeiner Weise mit Fragestellungen zum Thema Corona, Covid-14 zu tun hat. Wenn es darum geht, andere Dinge zu leisten, also sprich wirklich Verwaltungsgänge, wo es darum geht, einen Termin zu vereinbaren oder man muss irgendetwas erledigen in der Verwaltung, dann bitte die bekannten anderen Telefonnummern, im Zweifel die 557-0, das ist die Zentrale. Aber bitte diese beiden auseinanderhalten, das ist uns ganz wichtig, weil wir haben einen Schichtbetrieb für die Corona-Hotline eingerichtet und wenn alles andere... Freitag nur bis 13 Uhr übrigens, 10 bis 13 Uhr am Freitag, ansonsten Montag bis Donnerstag 10 bis 16 Uhr. Wir sind auch da noch sicherlich flexibel, das ist erstmal die aktuelle Entscheidung. Also wichtig, diese beiden Telefonnummern bitte auseinanderhalten, damit wir auch mit unseren Schichtplänen und so weiter hinkommen und die Sache aufrechterhalten können, weil wenn das Telefon blockiert wird für diejenigen, die letztendlich Verwaltungstätigkeit machen, von denen die Corona-Fragen haben, dann haben wir ein anderes Problem. So, sicherlich, das ist mir durchaus klar, haben viele noch weitere Fragezeichen. Ich nehme mal an, das Thema Kita-Betreuung, Notbetreuung ist inzwischen durchgedrungen an alle. Ich kann kurz berichten, wie viele Kinder wir, kleinen Moment, ich gucke mal hier runter auf meine Notizen, wie viele Kinder wir derzeit betreuen in den kommunalen Einrichtungen. Das ist ganz wichtig. Wir haben ungefähr 75 Kinder aktuell in der Betreuung. Wir haben das auch sehr unbürokratisch gelöst. Also wer jetzt noch keine Bestätigung vom Arbeitgeber mitgebracht hat oder Ähnliches, haben wir trotzdem betreut. Das werden wir auch weiterhin so tun. Trotzdem
Nein, derzeit gibt es keine bestätigten Fälle, dass Tiere sich mit Corona anstecken können. Jedenfalls nicht mit dem Virus, den jetzt wir Menschen in uns tragen. Also 75 Kinder in den kommunalen Einrichtungen. Wir werden natürlich weiterhin darauf drängen, dass wir die Bescheinigungen von den Arbeitgebern bekommen. Kommt ein Anruf. 557-133. Okay. Pardon. Wir machen das Ganze hier über ein Mobiltelefon, deswegen kam jetzt gerade ein Anruf rein. Wir haben noch ein paar Anträge, die auch noch laufen, aber so im Großen und Ganzen läuft das alles sehr ruhig. Da haben auch alle Eltern soweit gut mitgearbeitet. Wir haben allerdings, das muss ich sagen, von den freien Trägern keine Informationen. Darum kümmert sich komplett der Landkreis Oder Spree. Der hat da die Hoheit drüber und die freien Träger sind auch mit dem Landkreis im Kontakt. Wir sind natürlich mit den freien Trägern, die hier bei uns Einrichtungen haben, sind wir auch im Kontakt, also wir sind auch im Austausch, dass das alles gut koordiniert wird. Ansonsten ist es so, verwaltungsintern aktuell, wie gesagt, dass wir auf das Mindestmaß runtergefahren haben. Wir haben zwei Teams gebildet, sozusagen Split-Teams, sodass wir die also auch untereinander keinen Kontakt haben. Ihr seht hier hinter mir zwei Tischreihen mit möglichst großem Abstand. Das ist unser Büro, unser Raum, wo wir unsere Krisensitzungen abhalten. Wird hier auch Ausgangssperre veranlasst. Darüber, kleinen Moment. Ich kriege hier immer mal eine Frage rein. Ja, das Thema Friseure. Also ich würde jetzt Folgendes machen. Ich beantworte mal die Fragen, die so reinlaufen und immer zwischendurch, wenn alle Fragen beantwortet sind, für den Moment, gebe ich noch ein paar zusätzliche Informationen. Also zum Thema Friseure sollten schließen. Vollkommen richtig, wahrscheinlich in der Einschätzung derer, die noch Friseursalons haben oder sie betreiben. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich niemand verpflichtet ist, ein Friseurgeschäft aufzulassen. Gibt keine Vorschrift, dass das gemacht werden muss. Sie dürfen, wenn Sie wollen, mit den entsprechenden Hygienevorschriften, die vom Robert-Koch-Institut vorgesehen sind. Von daher können wir nur eines tun, und das haben wir auch schon gemacht, dass wir also weitergeben an die höher gelagerten Behörden, dass wir dort darauf hinwirken, dass dann nochmal überprüft werden soll, die Liste der Geschäfte, die geöffnet haben dürfen. Wir haben aber auch, das machen wir ja seit gestern, ist ja die Rechtsverordnung des Landes Brandenburg in Kraft, ist unser Ordnungs- und Gewerbeamt unterwegs, um auch in den Geschäften, also die Geschäfte zu schließen, die jedenfalls von dieser Rechtsverordnung erfasst worden sind. Auch da gab es reichlich Diskussionen, welche Geschäfte gehören dazu, welche gehören nicht dazu. Mir ist an der Stelle eines sehr wichtig. Wir halten uns sehr strikt, das ist meine Vorgabe hier verwaltungsintern. Wir geben keine, auch wenn wir die Spielräume haben, möglicherweise möchte ich gerne, dass wir möglichst restriktiv sind. Und da komme ich nämlich gleich drauf, das hat was mit einer möglichen Ausgangssperre zu tun. Aber wenn unser Ordnungs- und Gewerbeamt unterwegs ist, um die Geschäfte zu schließen, dann ist es so, dass wir immer gute Hilfestellung und Lösungsansätze auch bieten, wie der ein oder andere noch verkaufen kann. Wie noch, ja, dass derjenige nicht komplett schließen muss und kompletten Umsatzausfall hat. Tagesmütter dürfen offen bleiben. Ja, die sind nicht erfasst von der Allgemeinverfügung, beziehungsweise steht explizit drin, Tagesmütter dürfen weiterhin geöffnet bleiben. Zurück zu den Geschäften. Also erstmal vielen Dank an alle, die da kooperiert haben und die von sich aus natürlich laut der Rechtsverordnung dann ihre Geschäfte geschlossen haben. Bei den anderen sind wir dran und versuchen dort gute Lösungen zu finden, dass dann eben entsprechend das Geschäft weiter betrieben werden kann. Wir haben übrigens auch noch den Marktplatz. Hier werden auch noch Lebensmittel angeboten. Nur Toilettenpapier habe ich nicht gesehen. Aber vielleicht ist das ja auch noch so. Der Marktplatz bleibt als Verkaufsstelle auch derzeit noch offen. Der ist nicht erfasst von irgendwelchen Rechtsverordnungen oder Vorschriften. So, zwei Dinge, weil die immer wieder kommen. Deswegen räume ich sie mal ab. Im Moment gibt es noch keine Anlaufstelle für Tests. Ich habe heute dem Landrat angeboten, eine Stelle einzurichten.
Das Problem ist aktuell, dass die Ärzte, die wir hier vor Ort haben, alle daran leiden, dass sie nicht genug Schutzausrüstung haben. Das heißt, um sich selbst zu schützen, wenn sie diese Tests durchführen, brauchen sie die Schutzausrüstung. Sie haben, wenn ja, wie viel haben sie sich für den Fürstenwalde schon infiziert? Zahl heute 4. Die stammt von heute Morgen 10 Uhr. Infizierte. Also ich habe dem Landrat heute in einem persönlichen Telefonat angeboten, eine solche Anlaufstelle, wo dann Personen, ausgebildete Kräfte mit entsprechender Schutzausrüstung die Tests durchführen können, hier einzurichten in Fürstenwalde. Es gibt derzeit 2 Ärzte, die überhaupt diese Tests durchführen. Das ist einer in Beeskow und einer in Schöneiche. Kann aber im Moment nicht sagen, welche das sind, weil natürlich macht es auch keinen Sinn, wenn jetzt alle dorthin reisen, um sich dort testen zu lassen. Also wir arbeiten derzeit dran, in Fürstenwalde eine Stelle einzurichten. Wenn alle Stricke reißen, habe ich angeboten, das Ganze in einem Zelt auf dem Festplatz zu machen. Es gibt Sandzelte, da wäre die Möglichkeit da. Der Platz ist etwas weiter draußen. Wir haben Parkmöglichkeiten, man kommt gut hin. Der Platz ist groß genug, dass man auch Abstände wahren kann. Das ist mein Vorschlag, dass ich dem Land, den ich dem Landrat heute unterbreitet habe, er hat das zur Kenntnis genommen und prüft jetzt intern bei sich, welche Möglichkeiten wir haben. Also wir arbeiten noch da mit Hochdruck dran. Wenn Ärzte sich anbieten, dann bitte ich einfach darum, dass diese sich beim Gesundheitsamt melden und anbieten, um dann dort direkt zu klären, wie das mit dem Schutz und mit der Schutzausrüstung und Ähnlichem ist. Bleiben Kaufhallen offen? Also Supermärkte, nehme ich an, soll die Frage sein. Derzeit gibt es keine Anzeichen, dass das nicht der Fall ist. Wichtig ist allerdings vielmehr, dass Abstände gewahrt bleiben, dass man die Hygienevorschriften einhält, dass man sich selbst kritisch hinterfragt, macht der Einkauf jetzt Sinn, ist es jetzt unbedingt notwendig, geht es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, zeigt euch solidarisch, lasst Hamsterkäufe sein, lasst den anderen auch noch was, weil sonst haben wir das Chaos an der Supermarktkasse. Das bringt uns sonst noch in andere Schwierigkeiten. Die Versorgung ist jedenfalls aktuell gesichert. Und die Geschäfte sollen auch aufbleiben, solange, und das ist vielmehr das viel Wichtigere, solange sich alle daran halten und solidarisch miteinander umgehen und es zu keinen chaotischen Zuständen in den Supermärkten gibt. Sonst habe ich die Vermutung, dass auch das uns nicht mehr lange erhalten bleibt. Jetzt zu dem ganz anderen großen Thema, was immer wieder auftaucht, ist die Sache mit der Ausgangssperre. Im Moment gibt es keinerlei Informationen, ob und wann irgendeine Ausgangssperre verhängt wird. Natürlich muss man kein Prophet sein, wenn man damit rechnet, intern schon. Also ich rechne damit, es sei denn, und das ist mir gerade ein ganz wichtiges Anliegen, es sei denn, es gelingt uns, zumindest für Fürstenwalde, noch zehnmal so ein bisschen zum ländlichen Raum, zwar eine Stadt, aber im ländlichen Raum, dass es uns gelingt, als Stadt Fürstenwalde zu demonstrieren, dass die Maßnahmen hier greifen, weil die Menschen erkannt haben, was das Problem ist, dass sie die Ernsthaftigkeit dieser Angelegenheit mit dem Virus erkannt haben und sich daran halten, möglichst zu Hause zu bleiben. Wenn uns das gelingt und unsere Fallzahlen nicht exorbitant ansteigen, dann bin ich zumindest guter Dinge, dass wir um eine Ausgangssperre drumherum kommen. Leider war der gestrige Tag nicht dazu geeignet, das zu demonstrieren. Denn es war festzustellen, dass eben viele das Ganze irgendwie als bezahlten Urlaub, als Ferien, als Corona-Ferien oder solche Dinge betrachtet haben. Man hat sich also fleißig im öffentlichen Raum bewegt, als wäre gerade Stadtfestmentalität an ziemlich vielen Stellen. Und leider ist unser Ordnungsamt und die Ordnungsbehörden, und wir sind inzwischen auch mit der Polizei gemeinsam unterwegs, haben sich manche Menschen sehr resistent gezeigt. Ich erlebe das auch immer wieder in Diskussionen. Das ist sehr kontraproduktiv. Wenn bei uns in Fürstenwalde die Fallzahlen weiterhin exponentiell, also überhaupt exponentiell ansteigen, wie das im ganzen Bundesgebiet so ist, dann werden wir um eine Ausgangssperre nicht drum herum kommen. Ich kann Ihnen oder euch allen allerdings versichern, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um zu verhindern, dass es passiert. Und wir wissen auch alle, wie dann in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland mit 82 Millionen Einwohnern dann im Zweifel eine Ausgangssperre auch durchgesetzt wird. Da wird auf sämtliche Ordnungsbehörden und Sicherheitskräfte zurückgegriffen, die es gibt. Und dann ist auch nicht auszuschließen, dass dann die Bundeswehr zum Einsatz kommt. Ich würde das gerne
vermeiden, das wäre nicht mein Ziel für Fürstenwalde. Deswegen nochmal der ganz dringende Appell, haltet euch bitte einfach daran, bleibt zu Hause, kommt nicht auf die Bullenwiese, geht nicht ans Spreeufer, um euch dort zum Feiern zu treffen. Ihr könnt spazieren gehen, ihr könnt in unseren Stadtforst gehen. Wir haben 4700 Hektar Wald im Umfeld von Fürstenwalde, der ist offen. Und im Übrigen auch unsere Hundeauslaufplätze sind ebenfalls offen, nach wie vor. Der Wald ist nicht gesperrt und damit auch unser Stadtforst nicht. Aber auch hier gilt, haltet euch bitte daran. Haltet euch nicht stundenlang mit euren Hunden auf den Hundeauslaufplätzen auf, sondern macht das in geordneten Bahnen, haltet Abstand zueinander, versucht dort irgendwie das Ganze gesittet ablaufen zu lassen. Das ist mein Appell an dieser Stelle. Alles andere, wirklich sämtliche Detailfragen, die sich um das Thema Ausgangssperre drehen, die kann ich zum jetzigen Zeitpunkt, ich komme gleich nochmal auf die Gruppen an der Bullenwiese, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich zum Thema Ausgangssperre überhaupt nichts sagen. Ich kann nur Vermutungen anstellen, die allerdings vermutlich im Moment nicht hilfreich sind. Außer das, was ich gerade gesagt habe, lasst uns allesamt gemeinsam daran arbeiten, dass es nicht dazu kommt. Und das wird nur der Fall sein, wenn wir zeigen können, dass die infizierten Zahlen nicht ansteigen. Ja, man darf angeln, wenn dort nicht eine Gruppe von 50 Personen an einer Stelle steht und angelt. Solange es keine Ausgangssperre gibt. Aber ja, man darf angeln. So, das wäre es zum Thema Ausgangssperre. Mehr kann ich wirklich überhaupt nicht dazu sagen. Da wird es dann entsprechende Anweisungen geben. So, dann Termine beim Arbeitsamt. Wahrscheinlich ist die Frage, ob Termine, die beim Arbeitsamt anberaumt sind, wahrgenommen werden müssen. Ich empfehle da an der Stelle den pragmatischen Ansatz. Beim Arbeitsamt anrufen, die Frage dort stellen. Ich gehe davon aus, dass diese Termine auch aufs Telefon verlegt werden können oder auf den Bereich E-Mail. Auch das Arbeitsamt ist daran gehalten, alles möglichst runterzufahren und keinen Publikumsverkehr mehr zu haben, so wie im Übrigen auch unsere Verwaltung. Aber wichtig an der Stelle, die Verwaltung ist trotzdem ansprechbar. Wir werden sie nicht schließen, wir werden den Betrieb so lange aufrechterhalten, wie es nur geht. Wir haben, wie gesagt, die komplette Verwaltung in zwei Teams aufgeteilt. Ganz, ganz viele schicken wir nach Hause ins Homeoffice, damit wir genug Personal haben, um den Betrieb so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. So, nächste Frage, ob Atemschutzmasken notwendig sind. Sie könnten notwendig sein für den Eigenschutz, wenn man meint, dass er notwendig ist. Allerdings sind es ja nur einzelne oder verschiedene, bestimmte Fabrikate, die ohnehin einen Schutz überhaupt bieten. Ob diese noch erhältlich sind, kann ich im Moment nicht sagen. Ich trage keine. Wir haben hier alle Hygieneschutzmaßnahmen ergriffen, die uns jedenfalls sinnvoll erschienen. Bislang nichts mit Atemschutzmasken. Das ist so schön gesagt, Herr Bürgermeister. Was genau? Kompromisse mit Vermietern. WoWi bietet Stundung. Bietet die WoWi Stundung oder ist das die Frage? Ja, gut. Natürlich kann ich nur Antworten geben auf diejenigen, die in irgendeiner Weise, auf die ich einen Zugriff habe. Das ist natürlich in erster Linie die Wohnungswirtschaft, die städtische Wohnungswirtschaft. Betone auch, das ist die WoWi, nicht die Genossenschaft oder sonstige, die irgendwas mit Wohnen im Namen haben, sondern es ist nur die Wohnungswirtschaft Fürstenwalde GmbH, für die ich sprechen kann. Und mein Kenntnisstand ist jedenfalls der, dass wir auch da diesbezüglich alles tun, um alle zu unterstützen und in irgendeiner Weise zu entlasten, soweit das geht. Ausgangssperre. Darf man angeln? Habe ich. Wie die Wohngeldstelle erreichbar ist. Die Wohngeldstelle, auch die haben wir als eine der wichtigsten Aufgaben definiert. Wir werden also die Wohngeldstelle auf jeden Fall am Laufen halten. In jeglicher Form. Und sie ist telefonisch auf jeden Fall erreichbar, sie ist per E-Mail erreichbar und wir werden auch Anträge, wenn Sie sie einreichen, wenn wir sie auch bearbeiten. Und auch dort wird es eher so sein, dass wir da sehr kulant sind, was die Auszahlungen betrifft. Also verkürzte Prüfungen. Wir werden auch
dann gucken, dass wir Lösungen finden, wie eben die Zahlung weitergeleistet werden kann, auch wenn jetzt noch nicht alles vollständig für den Antrag ist oder ähnliches. Auch hier größtmögliche Kooperation, auch seitens der Wohngeldstelle. So, Kauffallen habe ich. Sind Kinderärzte geöffnet? Ja, ich habe keine Kenntnis, dass Kinderärzte nicht für Senioren eine eigene Öffnungszeit, 9 bis 10.30 Uhr. Wo? In der Verwaltung? Also ich habe nur eine, von einer Arztpraxis ist es mir bekannt, das ist die Arztpraxis von Frau Dr. Albrecht, dass die geschlossen ist, aber das ist jetzt keine Information, die ich direkt habe, ist aus einer Primärquelle, sondern auch aus einer Sekundärquelle. Aber ich glaube, alle, deren Kinder bei Frau Dr. Albrecht in Behandlung sind, wissen das ohnehin schon. Also wie gesagt, vielleicht könnte im Moment wirklich helfen, wenn wir uns über das Thema Ausgangssperre eher weniger unterhalten, weil, wie gesagt, es gibt im Moment noch keine. Es gibt keine Ausgangssperre. Das Einzige, was wir machen, ist, das öffentliche Leben weitestgehend runterzufahren. Mit der Bitte an alle immer und immer wieder, bleibt zu Hause, wenn keine Notwendigkeit besteht, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten. In jeglicher Form. Wir machen das nicht, um Menschen zu schikanieren, sondern wir machen es, um eine Ausgangssperre zu verhindern und zu vermeiden und vor allen Dingen zu verhindern, dass noch drastischere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Öffnungszeiten für Senioren in Supermärkten. Okay, ist eine gute Idee gegebenenfalls. Wir nehmen die mal mit. Also getrennte Öffnungszeiten, besondere Öffnungszeiten für Senioren. Okay, Daniel Schmidt sagt, es wird keine kommen. Gut, ich hoffe es wirklich, dass keine Ausgangssperre kommt. So, ansonsten haben wir, das habe ich gesagt, Notbetreuung für systemrelevante Berufe, für kritische Berufe habe ich auch schon gesagt. Spielplätze, alle 27 Spielplätze, die die Stadt Fürstenwalde hat, auch die teilöffentlichen, sind alle gesperrt. Und ich bitte auch hier an dieser Stelle, auch die Obdachlosenunterkunft ist übrigens geöffnet. Auch da stellen wir sicher, dass diese da ist, koordiniert wird, dass dort auch niemand, wenn er es nicht unbedingt will, auch niemand auf der Straße bleiben muss. Nochmal zurück zu den Spielplätzen. Sämtliche Spielplätze sind gesperrt, auch die teilöffentlichen, also die auf Kita-Plätzen sind oder auf Schulhöfen sind oder ähnliches. Auch hier geht es darum, die unkontrollierte Ausbreitung des Virus zu verhindern und zu vermeiden. Deshalb diese Anweisung, das ist übrigens keine, die wir uns ausgedacht haben. Was machen die, die in Berlin arbeiten und pendeln? Also wenn sie mit dem Pkw fahren, ist es ja eher noch ungefährlicher. Was mit den Obdachlosen? Ja, wie gesagt, zu den Obdachlosen habe ich gesprochen. Die Obdachlosenunterkunft ist geöffnet. Wir haben 2 Mitarbeiterinnen benannt, die diese auch weiterhin koordinieren. Und wir werden mit Sicherheit, weil ich weiß von einer Person definitiv, die weiterhin noch ohne Obdach ist, die werden wir vermutlich doch noch zwangsweise in die Obdachlosenunterkunft unterbringen müssen. Aber ich bin da mit ihr im Gespräch und hoffe noch auf ihr Verständnis, dass sie es tut. Ansonsten haben wir auch nach meiner Kenntnis dort kein Problem. So, also die Spielplätze, die werden auch regelmäßig kontrolliert mit entsprechenden Platzverweisen und die Ordnungsamtsmitarbeiter bzw. die Polizei nimmt auch die entsprechenden Personalien derjenigen, die dort noch anzutreffen sind, auf, um dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Ich will an der Stelle mal den Hinweis geben, wer es nicht mitbekommen hat, der Landrat in Barnim, der hat angekündigt, wirklich drakonische Strafen auszusprechen, 4-stellige Ordnungsgelder, die dann eben ausgesprochen werden, wenn man sich nicht dran hält, auch gegenüber Jugendlichen. Ich hoffe wirklich, dass wir hier drum herum kommen. Wann kommen die Bescheide für die Notbetreuung für die Horte? Die Bescheide kommen, also wir, sage ich ja, wir haben weitestgehend, also gestern waren noch, waren von gestern zu heute ungefähr 40, haben wir entschieden, sind, glaube ich, jetzt noch 10 oder 15 offen. Aber es gibt die ganz klare Anweisung, dort, wo noch nicht entschieden ist, werden die Kinder erstmal im Zweifel aufgenommen und werden notbetreut. Wenn dann in der Entscheidung
eine andere Entscheidung getroffen wird, also mit dem Bescheid, dann werden wir die Kinder natürlich nicht mehr notbetreuen, aber bis dahin ist es erstmal sichergestellt bei unklaren Fällen. Was ist mit den Behindertenwerkstätten? Dazu kann ich tatsächlich keine Antwort geben. Da ist ja in dem Falle die Format GmbH-AWO Ansprechpartner oder auch die Samariteranstalten für die Behindertenwerkstätten, habe ich keinerlei Informationen. So, was passiert, haben wir? Das haben wir alles abgearbeitet. So, generell soziale Kontakte meiden. Ja, ich habe das schon mehrfach gesagt. Wir überwachen, habe ich auch gesagt, die Öffnung der Geschäfte, Restaurants bitte nicht zu vergessen. Auch diese unterliegen inzwischen Restriktionen. Von 6 bis 18 Uhr dürfen sie geöffnet sein. Aber wie gesagt, nur Restaurants, keine Kneipen. So, vielen Dank. Die Behindertenwerkstätten sind zu, steht hier gerade. Danke für die Info und für die Hilfe. So, mit Freunden grillen. Wenn Sie mit Freunden grillen wollen, stellen Sie sich die Frage, ob das wirklich im Moment Not tut, es zu unternehmen. Die Frage ist, wie viele Freunde? Wenn man zu zweit auf einem Balkon mit 2 Meter Abstand sitzt, ist das sicherlich nicht zu untersagen. Allerdings ist die Frage, ob man auf dem Balkon grillen kann. Ich will jetzt keine Rechtsberatung machen. Es bleibt dabei, auch bei allen Fragen, bitte hinterfragt euch selbst, was würdet ihr tun, wenn euer Gegenüber, mit dem ihr euch gerade trefft, den Virus in sich trägt und ihr nehmt ihn dann anschließend mit nach Hause, steckt eure Eltern an, eure Großeltern, eure Kinder, was auch immer. Vielleicht nochmal hier an dieser Stelle eindringlich. Gestern war es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. Die Schätzung geht dahin, dass wir in ganz Deutschland 25.000 Beatmungsgeräte haben. Nur 25.000. Das Problem ist, in diesen Fällen, wenn jemand notbeatmet werden muss und auf diese Geräte angewiesen ist, dann ist er im Falle Corona mehrere Tage bis zu Wochen, also bis 7 Tage noch, manchmal sogar noch länger an diesen Geräten. Das heißt, sie sind blockiert. Während in normalen Fällen diese Geräte vielleicht nach 2, 3 Tagen wieder frei sind und von anderen genutzt werden können, sind sie von Corona-Patienten länger und dauerhafter belegt. Und denkt immer daran, jeder kann der Virusträger sein, jeder kann ihn übertragen, nicht jeder hat die Symptome und nicht jeder wird vermutlich daran sterben. Aber je mehr Akutpatienten wir bekommen, desto schwieriger wird es, dass wir das Gesundheitssystem damit nicht überfordern. Desto schwieriger wird es, dass wir möglichst viele Menschen dabei unterstützen, überleben zu können, bei denen, wo es kritisch wird. Und deshalb bitte jede einzelne Frage, ob das das Grillen ist, das Angeln ist, ob es das Treffen ist mit Freunden und. Hinterfragt euch selbst. Würdet ihr ruhigen Gewissens, also hinterfragt euch morgens selbst, hattet ihr vielleicht Kontakte zu Risikopersonen oder Ähnlichem? Und was würdet ihr tun, wenn ihr jemanden, den ihr sehr gern habt, den ihr liebt, anstecken würdet und derjenige ist dann Intensivpatient, muss beatmet werden, ist kein Gerät verfügbar, es ist kein Intensivzimmer verfügbar, die Kapazitäten sind ausgeschöpft und demjenigen kann nicht geholfen werden. Denkt bitte immer an diesen Fall. Und wenn das jeder tut für sich selbst, jeden Tag, jeden Morgen, dann ist uns allen wirklich, wirklich geholfen. So, meine Bitte auch an der Stelle, machen Sie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, dem Ordnungsamt, den Polizeikräften, den Feuerwehrkräften nicht unnötig schwer. Wenn Sie angesprochen werden, dass Sie sich vielleicht falsch verhalten, reflektieren Sie, ist es vielleicht richtig, leisten Sie Folge. Es ist letztendlich für unser aller Sicherheit und dass wir eben auch eine Ausgangssperre umgehen können. Jo, sag mal so, es ist in der heutigen Zeit möglicherweise nicht ganz so gefragt. Ich zitiere Frau Merkel auch nicht sehr häufig, aber ich finde, sie hat es gestern auf den Punkt gebracht. Die Lage ist ernst und bitte nehmen Sie sie auch ernst in allen Facetten. So, wir geben weiterhin sämtliche Informationen zeitnah, die wir geben können über alle bekannten Kanäle. Ich habe es gestern schon mal angekündigt, mein Twitter-Profil wird wahrscheinlich eher in nächster Zeit bespielt werden. FW kann mehr zusammengeschrieben.
kann gern abonniert werden, weil da ist die Informationsweitergabegeschwindigkeit doch deutlich größer als über andere Kanäle. Werden aber trotzdem über die Webseite der Stadt Fürstenwalde, über unser Facebook-Profil, ich selber über das Bürgermeister-Profil und auch über mein privates sicherlich Informationen weitergeben. So, das war es im Großen und Ganzen erstmal an Allgemeininformationen. So, wie viele Beatmungsplätze gibt es im Landkreis? Ja, die Frage kann ich leider noch im Moment nicht beantworten. Wir bemühen uns sehr, das Gesundheitsamt im Landkreis bestmöglich zu unterstützen. Das ist jedenfalls noch eine relativ gute Information, glaube ich. Im Moment ist es auch so, dass wir daran leiden, zu wenig Laborkapazitäten zu haben. Also selbst wenn wir die Möglichkeit einräumen, möglichst viele Personen zu testen, dann ist immer noch fraglich, ob unsere Laborkapazitäten ausreichen, um diese Tests dann entsprechend auch auszuwerten. Es nutzt der schönste Test nichts, wenn man hinterher zu keinem Ergebnis kommt. Danke, Silvia, dir auch. Stadtfestabsage. Wir haben derzeit noch keine Absage für das Stadtfest aussprechen müssen. Wir sind da noch im Gespräch, wir sind noch in der Entscheidungsfindung. Wir haben dazu schon Gespräche gehabt. Wir haben noch keine Entscheidung getroffen. Aber ich will mal so sagen, es sieht, glaube ich, nicht ganz so gut aus. Aber auch da ist es so, dass wir versuchen, da Möglichkeiten zu finden. Wir haben ja Künstler schon gebunden für das Stadtfest. Und wir werden auch sicherlich Geld ausgeben, ohne dass das Stadtfest stattfindet, möglicherweise. So dass jetzt die Überlegung ist, dass der eine oder andere Künstler, den wir gebunden haben, dass wir ihn vielleicht doch auftreten lassen, vielleicht in einem geschlossenen Raum, natürlich ohne Publikum, aber vielleicht können wir das Ganze ja live streamen. Wie gesagt, Stadtfest, da haben wir noch keine Entscheidung getroffen. Aber möglicherweise können wir die Künstler auftreten lassen an dem Wochenende, also ohne Publikum, so wie das James Blunt gemacht hat in Hamburg in der Elbphilharmonie. Dann können die Fürstenwalderinnen und Fürstenwalder und alle darüber hinaus wenigstens noch etwas davon haben. So, Austragen der kostenlosen Zeitungen. Kann ich gerade überhaupt nichts zu sagen, ist von keiner Rechtsverordnung und von irgendeiner Allgemeinverfügung erfasst, müssen die Anbieter der kostenlosen Zeitungen letztendlich entscheiden. Ich sag mal so, wenn ein Virusträger dabei ist, dann würde der vermutlich ziemlich viel verteilen. Auch da sollten andere Lösungen gefunden werden, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Knöllchen nur in gravierenden Fällen. Als Frage, ob wir Knöllchen nur in gravierenden Fällen ausstellen? Knöllchen. Nein. Okay. Wir legen gerade nicht den Fokus darauf, Knöllchen zu verteilen, aber wir gehen auch momentan davon aus, dass ohnehin nicht sehr viele Menschen unterwegs sind und sich demzufolge auch niemand ordnungswidrig verhalten muss. Aber wir machen es in gravierenden Fällen trotzdem. Wenn zum Beispiel, so wie heute Morgen, jemand es für nötig hielt, mitten auf dem Gehweg zu parken, mit laufendem Motor an seinem Handy zu sitzen und zu telefonieren. Das funktioniert dann leider nicht. Und auch hier bitte ich einfach da um Rücksichtnahme. Binden Sie nicht unsere Kapazitäten des Ordnungsamts. Wir brauchen sie gerade für andere Dinge. Rheinland-Pfalz, die aktuellen Corona-Fälle. Ja, also der Landkreis hat inzwischen eine Webseite live geschalten, wo man jetzt inzwischen auch sehen kann, wie sich die einzelnen Fälle auf die Städte und Gemeinden im Landkreis verteilen. Wie gesagt, mein Stand von vorhin war 4 bestätigte Fälle für Fürstenwalde. Ich kann aber nichts sagen zu Verdachtsfällen. Ich kann auch nichts sagen zu Fällen, die möglicherweise getestet sind, wo das Ergebnis noch nicht vorliegt. Wie gesagt, wichtig wird letztendlich sein, dass die Rate bei uns langsamer steigt als in anderen Landkreisen, vor allen Dingen in anderen Kommunen und aber auch in anderen Bundesländern, dann haben wir eine Chance. So, ob es einen Plan gibt, wenn die Schule langfristig ausfällt? Mir liegt im Moment kein Plan vor. Schule ist auch Angelegenheit ausschließlich des Landes, des Bildungsministeriums. Ich kann sagen, die arbeiten an einem Plan. Ja, ich bin zumindest relativ froh, dass wir doch in der einen oder anderen Schule die Möglichkeit haben, den Unterricht
elektronisch abzuhalten bzw. auch elektronisch kommunizieren zu können. Das funktioniert noch nicht so, wie es möglicherweise besser sein könnte, wenn wir mit der Digitalisierung schon deutlich weiter wären. Aber da wird im Bildungsministerium dran gearbeitet. Ich nehme mal an, die Frage geht eher dahin, was passiert mit Prüfungen, was ist mit Tests, was ist mit Noten, was ist mit Zeugnissen und, und. Das sind alles Fragen, die wir im Moment noch nicht beantworten können. So, Zeilen und Knöllchen können stattfest, Absage Hammer. So, die Jugendweihen im Mai. Ja, im Moment gibt es auch da keine flächendeckenden Aussagen, ob diese Jugendweihen, das ist ja zumindest von einer weiß ich, sollte ja am 16. Mai stattfinden, also für einige Jugendliche. Es gibt dazu noch keine offizielle Aussage, aber Sie können von mir eine offizielle Meinung hören. Ich gehe persönlich nicht davon aus, dass diese Jugendweihen stattfinden werden. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren und wenn meine Einschätzung falsch ist, bin ich sehr froh. Aber ich persönlich würde im Moment eher keine Jugendweihe planen, beziehungsweise eher absagen. Oder wenn sie denn stattfinden, dann ja nur im kleinen Rahmen. Sie wissen, Veranstaltungen ab 50 Personen sind ohnehin untersagt, ob öffentlich oder nicht öffentlich. Und so, dass man also eine Jugendweihe vielleicht mit 5 Leuten oder sowas abhalten könnte. Aber ob das dann im Sinne dessen ist, was wir unter Jugendweihe verstehen, sei auch mal dahingestellt. Dann sollte man sich eher auf eine schöne Feierlichkeit verlegen, wenn die ganze Krise hier vorbei ist. So, Tafelspende vom Schwab war noch, habe ich hier noch. Also wir haben, wie Sie alle wissen, am Dienstagmorgen das Schwab nicht mehr geöffnet. Auch ohne, dass die entsprechende Rechtsverordnung vom Land vorlag, haben wir das aus bekannten Gründen nicht mehr gemacht. Wir hatten noch eine ganze Reihe von Lebensmitteln im Schwab für den Gastrobereich und diese Lebensmittel haben wir weitestgehend, also alles, was verderbliche Ware war, haben wir alles an die Tafel der GEFAS gespendet. Unter anderem einiges Kilo, ich habe es auf Twitter gepostet, einige Kilo frische Pommes. Also ich denke mal, oder ich hoffe zumindest, dass die Tafel alles an den Mann bringt, dort, wo es dringend gebraucht wird. So, die Sigmund Jähn hat die Schulcloud, ja wunderbar, das habe ich ja letztes Jahr noch unterschrieben, dass wir die noch einrichten können, wunderbar, da haben wir nämlich am Pilotprojekt teilgenommen. Jetzt zeigt sich, dass es gut war, dort definitiv auch in unsicheren Zeiten zu sagen, wir nehmen daran teil, wir wollen es gerne umsetzen. Also die Sigmund Jähn hat sie, sie versuchen sie auch zu nutzen und nutzbar zu machen und möglichst umzusetzen. Die Sonnengrundschule arbeitet gerade dran, auch das noch live zu bringen. Wir haben alle ziemlich viel zu tun. Ja, es wäre schön, wenn wir mit der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung und den Schulen deutlich weiter wären. Wir haben gerade auch das Problem verwaltungsintern, dass wir faktisch Homeoffice noch nicht anbieten können. Aber Gott sei Dank waren wir in einer Testphase, die wir jetzt sehr zügig abschließen und bis zum Ende der Woche live bringen, sodass wir sehr viele Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter hoffentlich ins Homeoffice bringen können, dass sie zumindest arbeitsfähig sind für den Fall, dass wir sie brauchen und dass nicht zu viel Arbeit liegen bleibt und dass vor allen Dingen auch Anträge bearbeitet werden können und beschieden werden können. Ja, die Versorgung von der Tafeln, also da ist derzeit für mich nicht zu erkennen, dass die in irgendeiner Weise leidet. Im Gegenteil, ich glaube, es sind immer noch genug Lebensmittel, die weggeworfen werden. Für den Fall, dass jemand selber sagt, Mensch, ich habe doch ganz schön viel gehortet. Die Tafeln haben immer einen offenen Kühlwagen, der gerne vorbeikommt und auch noch Lebensmittel abholt, jeder, der spenden möchte. Auch die Frage im Übrigen zum Thema Spenden kam schon auf, weil zum Thema Kita komme ich auch gleich noch. Wer das gerne möchte, aus welchen Gründen auch immer, verstehen Sie es nicht als Aufruf, sondern eher als Antwort auf Fragen. Wer das auch immer gerne möchte, auch die Stadt Fürstenwalde hat ein entsprechendes Konto, es kann gespendet werden. Es gibt auch Spendenquittungen, steuerliche Spendenquittungen von der Stadt Fürstenwalde dann, die ausgestellt werden. Helft euch untereinander, seid solidarisch miteinander und unterstützt euch, wo es geht, immer mit den gebotenen Gesundheits-, sagen wir mal, Vorschriften bzw. selbst auferlegten Hygieneanforderungen.
So, das haben wir auch. Zusteller haben wir auch. Ja? Noch offene Fragen? Sonst mache ich hier. Weiter, bitte. Türen weiter geschlossen. Wenn, ne, kann ich nicht sehen, die Frage. Okay, vielleicht mal zum Thema Kita. Ich hatte ja angekündigt, habe ich ja auf meiner Seite gestern einen Facebook-Post gemacht zum Thema Kita-Gebühren und Essengeld. Also Kita-Entgelte und Essengeld. Weil vermehrt Fragen aufkamen, was ist mit den Kindern, die nicht unter die Notfallbetreuung fallen, was ist mit den Gebühren, was ist mit den Entgelten, die dabei anfallen. Ich habe mich da sehr klar zu geäußert. Ich habe auch gestern im Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung das Thema angesprochen und ich werde den Stadtverordneten einen entsprechenden Beschluss vorlegen, der sondern die Nichterhebung von Kita-Entgelten und Essengeld für den Monat April vorsehen wird. Warum April? Weil für den März die Erhebung schon durch ist. Essengeld ist jeweils zum 10. des Monats laut Satzung fällig und die Kita-Entgelte sind zum 1. des Monats fällig und das ist beides für den März schon lange durch. Das heißt, es bringt jetzt auch niemand mehr, dort irgendetwas nicht zu tun. Deshalb für den April, unabhängig davon, ob wir am 20. wieder vollständig online gehen, mit allem werden wir, zumindest werde ich es den Stadtverordneten vorschlagen und hoffe, dass eine entsprechende Entscheidung getroffen wird. Wir stellen derzeit zusammen, wie hoch die Kosten tatsächlich sind, beziehungsweise die Einnahmeausfälle. Und wir müssen auch noch prüfen, wie wir das für die freien Träger machen. Denn das, was ich jetzt gesagt habe, gilt in allererster Linie für die kommunalen Kitas. Für die freien Träger müssen wir gegebenenfalls andere Lösungen finden, beziehungsweise müssen wir eine andere Regelung treffen, damit die gleiche Lösung für das Problem zum Tragen kommt. So. Fußpflege, medizinische Fußpflege ja, kosmetische nein. Aha, also was ist die Frage? Ob sie Fußpflege durchführen kann. Okay, ja, Fußpflege, also wenn es medizinische Fußpflege ist, ja, ist die Antwort. Und wenn es nur kosmetische ist, dann nein. So jedenfalls die aktuelle Aussage. So, Öffnungszeiten, Imbiss. Was heißt das? Gastro? 18 Uhr danach liefern. Ja, also, nach meiner Information ist es so, dass Imbisse und gastronomische Einrichtungen bis 18 Uhr geöffnet haben können. Liefern geht natürlich sowieso. Kontaktloses Liefern ist ja bei vielen jedenfalls derzeit angesagt. Man online zahlen kann, ist es ja umso besser. Es gibt den einen oder anderen Betreiber hier, der auch daran teilnimmt und das machen kann. Ansonsten, wie gesagt, ich verstehe jeden Gewerbetreibenden, jeden Selbstständigen, jeden Imbissbetreiber. Es geht hier um die Existenz. Dafür habe ich absolutes Verständnis, keine Frage, aber auch hier zwei Dinge dazu. Erstens, das Land Brandenburg hat bekannt gegeben, dass sie derzeit einen 500 Millionen Euro Fonds auflegen wollen, um Hilfen für genau diese Fälle gewähren zu können. Und auch die Bundesregierung hat angekündigt, dort schnelle unbürokratische Hilfe leisten zu wollen. Und ich kann jedenfalls für die Stadt Fürstenwalde sagen, dass auch wir versuchen, alles Mögliche zu erreichen, auch wenn es derzeit heißt, dass wir da erhebliche Kosten haben werden, dass es unseren Haushalt vermutlich komplett sprengt. Alleine für das Schwab rechnen wir inzwischen mit hohen sechsstelligen Ausfällen im Umsatzbereich. Ja, wir haben auch weniger Kosten, aber summa summarum sind das Dinge, die dann auch über den kommunalen Haushalt auszugleichen sind. Da kommen wir aktuell nicht drum herum, denn das oberste Ziel ist noch immer, dass wir den Virus eindämmen, beziehungsweise eher die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die Infektionsgeschwindigkeit des Virus aufhalten, sie verlangsamen, massiv verlangsamen. Und am langsamsten ist es, wenn sich Menschen, die potenziell den Virus in sich tragen, nicht bewegen. Und je weniger Kontakte sie selbst haben, desto weniger ist das Potenzial, dass man sich anstecken kann. Nun kommt natürlich immer wieder die Frage, ja, woher soll ich denn wissen, ob ich den Virus habe? Im Moment ohne Test können Sie es nicht sicher wissen, aber Sie können sich jeden Tag, wie ich es schon erwähnt habe, selbst hinterfragen, könnte die Möglichkeit bestehen,
dass ich den Virus in mir habe, dann sollte ich besser zu Hause bleiben, soweit es möglich ist. Ob es einen Schutzschirm für Arbeitnehmer gibt, richtig, ist die Frage. Also es ist ja bekannt gegeben worden, dass Kurzarbeitergeld ausgezahlt werden soll. Es gibt auch bereits Anträge, die man stellen kann für Selbstständige und auch für Arbeitnehmer. Die findet man alle auf den Seiten des Landes Brandenburg, im Zweifel brandenburg.de oder Staatskanzlei. Man wird dort, es gibt auf fast allen öffentlichen Webseiten gibt es Unterseiten für den Coronavirus, wo alle Informationen zur Verfügung gestellt werden. Man muss sich da ein bisschen durchklicken und jeden Tag kommen zusätzliche Informationen dazu. Da kann man schnell überfordert sein, aber wir geben im Zweifel auch Hilfestellung. Ja, wir haben die Hotline, wir sammeln auch dort die Fragen und wir werden auch versuchen, natürlich die Fragen, die über die Hotline vermehrt reinkommen, dann auf unserer Webseite auch zu beantworten mit einer Seite mit FAQs, damit nicht immer wieder die gleichen Fragen auch gestellt werden müssen. Wir werden sicherlich auch nochmal eine zweite Facebook-Live-Session machen, wenn es neue Informationen gibt. Nächste Woche Dienstag wäre eigentlich Bürgermeister-Sprechstunde, wieder von 13 bis 18 Uhr. Derzeit ist die Überlegung, diese hier online durchzuführen. Da können wir auch nochmal Informationen geben. Also wir versuchen alles zusammenzustellen und auch auf unserer Webseite der Stadt Fürstenwalde haben wir alles, was wir an Informationen haben, dargestellt, auch verlinkt. Bleiben alle Ämter auch geöffnet? Ja, ich kann jedenfalls für die Stadt Fürstenwalde sprechen. Also hier ist es so, dass wir alle wesentlichen Ämter geöffnet halten, wo wir also geöffnet halten im Sinne von, dass die Arbeit weitergeht. Ob das so ist, dass die Personen, dass die Menschen hier vor Ort sind oder dass sie telefonisch oder per E-Mail erreichbar sind und von zu Hause arbeiten, steht erstmal auf einem anderen Blatt Papier. Das entscheiden wir intern. Grundsätzlich ist es so, dass wir versuchen, tatsächlich alles am Leben zu erhalten. Wir versuchen, dass jeder seine Geschäfte erledigen kann. Und in dem Zusammenhang prüfen wir auch, Sie wissen, es gibt die eine oder andere Dienstleistung, die mit einer Legitimation verbunden ist. Und jeder, der einen neuen Personalausweis hat, hat theoretisch die Funktionalität, über den eingebauten Chip sich legitimieren zu können. Das geht mit Lesegeräten und das geht inzwischen auch mit NFC-fähigen Telefonen. Wer seine Funktion nicht freigeschalten hat, da prüfen wir derzeit, wie wir eine Möglichkeit eröffnen können, falls der Bedarf daran besteht, aus welchen Gründen auch immer, dass wir diese Funktion noch freischalten können. Wenn wir diese Möglichkeit anbieten und wenn die Nachfrage danach da ist, dann werden wir das entsprechend auch kommunizieren. Im Moment ist nur eine theoretische Möglichkeit, die im Zusammenhang mit der Ausstellung von Führungszeugnissen war, weil man kann diese Führungszeugnisse online bestellen. Grundvoraussetzung ist aber die Legitimationsfunktion des Personalausweises. Jetzt weiß ich nicht, wie groß der Bedarf im Moment ist an Führungszeugnissen, aber in dem Zusammenhang kam der Gedanke auf, vielleicht gibt es auch noch andere Dienstleistungen, die man heutzutage online machen könnte. Einzig scheitern sie daran, dass möglicherweise bei der Beantragung des Personalausweises nicht gesagt worden ist, dass diese Legitimationsfunktion, die elektronische, freigeschalten werden soll. Das prüfen wir, aber ich bitte dann darum, dass man einen entsprechenden Bedarf hier anmeldet und anzeigt. Dann haben wir vielleicht Möglichkeiten. So, Kita-Gebühr 4. April? Für April, Kita-Gebühr für April. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich werde den Stadtverordneten eine Beschlusssache vorlegen, dass wir auf die Erhebung der Kita-Gebühren im April jedenfalls verzichten und dann für den Fall, dass sich die aktuelle Situation verlängern sollte, auch über diesen über Ende April hinaus, dass wir dann gegebenenfalls auch im Mai oder wie lange auch immer der Zustand andauern sollte, auf die Erhebung verzichten bzw. auch nicht nacherheben werden. Das ist mir ganz wichtig. Nur jetzt nicht zu erheben, heißt ja nicht, dass wir nicht auch später erheben können, aber es wäre tatsächlich für meine Begriffe notwendig, einen Verzicht auszusprechen. Aber das müssen wir alles entsprechend absichern mit Beschlüssen. So, aktuell laufen keine Fragen mehr weiter ein. Die Anzahl der Zuschauer nimmt auch rapide ab, scheint also erschöpfend zu sein. Ich kriege gerade den Hinweis, also fast alle Ämter und auch das Amtsgericht ist telefonisch auf jeden Fall erreichbar. Jedenfalls die hier in der Stadt Fürstenwalde sind. Beim Landkreis sowieso, beim Landkreis weiß ich, der agiert
So ähnlich wie wir das auch tun, auch mit unterschiedlichen Teams, mit Schichtbetrieb, mit auch Homeoffice-Möglichkeiten und, und. Also auch dort ist gesichert, dass zumindest die öffentliche Verwaltung ihre Möglichkeiten ausschöpft und sie sind auch alle telefonisch erreichbar, damit wir das tun, wofür wir da sind, nämlich genau in diesem Krisenfall die Bevölkerung zu unterstützen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Sie zählen auf uns. Das ist so und dessen sind wir uns durchaus bewusst und wir werden auch alles uns Mögliche unternehmen, damit das auch so bleibt. Und ich hoffe ganz inständig, dass niemand irgendeinen Virus, den er sich irgendwo eingefangen hat, weil der ein oder andere Fürstenwalder oder Fürstenwalderin oder auch Besucher sich resistent gegen diese Auflagen und Einschränkungen zeigt, dass dann noch ein Verwaltungsmitarbeiter angesteckt wird und das Ganze noch in die Verwaltung trägt, weil dann gehen mir relativ schnell die Optionen aus. Das geht genau zweimal gut, dann muss ich den Laden zumachen. Das wäre mir natürlich am unangenehmsten, weil, wie gesagt, jetzt sind wir diejenigen, die dafür sorgen müssen, dass alles weiterläuft. Dafür sind wir da. Das ist Ihr Anspruch, euer Anspruch, das ist der Anspruch der Bevölkerung. Und das ist auch unser Auftrag. Das darf man eben auch nicht vergessen. Und deswegen arbeite ich jeden Tag hart daran, dass es so bleibt. So, gibt es noch weitere Fragen? Nein, aktuell. Unterstützung für betroffene Selbstständige. Ja, wie gesagt, es gibt dieses Formular beim LAVG. Genau, also beim LAVG.brandenburg.de, da gibt es ein Formular, was man sich runterladen kann. Da geht es um entsprechenden Verdienstausfall nach Infektionsschutzgesetz. Den kann man beantragen, da kann man sich das Formular runterladen. Das gilt auch für, ich sag mal, Kleinselbstständige. Ja, wir reden jetzt nicht über diejenigen mit 50 Angestellten, da gibt es andere Lösungen von Bund und Land, sondern es geht eher um diejenigen, die ganz alleine Einzelkämpfer sind, solche Dinge. Die können schon jetzt und sollten das auch tun, die entsprechenden Anträge auch stellen. So, dann gehe ich mal meine Fangfrage. Homeoffice für Mitarbeiter des Schwan. Also ich sage mal so, die Bademeister werden möglicherweise schwer im Homeoffice arbeiten können, aber wir haben beim Schwab tatsächlich das Problem, dass das Schwab nicht an die IT-Infrastruktur der Verwaltung angeschlossen ist, weshalb wir da größere Schwierigkeiten haben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schwab in das Homeoffice zu bringen. Nehmen wir an, die Frage wird von der Belegschaft gewesen sein. So, was haben wir noch? Wir haben die telefonische Erreichbarkeit. So, ach so, auch die Bibliothek im Übrigen ist geschlossen, das haben Sie sicherlich mitbekommen, aber die Mitarbeiterinnen sind trotzdem vor Ort und betreuen per Telefon. Wir haben ja auch Online-Ausleihmöglichkeiten. Es gibt die eine oder andere App, wo wir Zugangsmöglichkeiten bieten. Da betreuen wir aktuell noch per Telefon. Wir hatten sehr, sehr viel Nachfrage. Das ist erstmal wunderbar. Schade natürlich, dass so eine Bibliothek erst in so einem Krisenfall in den Fokus von vielen rückt. Aber es war insofern ganz toll zu beobachten, dass sich viele darauf besonnen haben und wir ganz, ganz viele Ausleihungen hatten in den letzten Tagen, bevor die Bibliothek geschlossen hat. Wir werden auch alles verlängern. Bitte einfach anrufen, dort wird Ihnen geholfen. So, das Standesamt, auch nochmal die eine oder andere Frage. Wir vergeben keine neuen Termine für Eheschließungen bis auf Weiteres. Angesetzte Termine für Trauungen werden ohne Gäste durchgeführt. Also ausschließlich, wenn das Brautpaar sozusagen erscheint, dann würden wir sie durchführen. Es gibt keine Trauungen mehr in Tribus. Sterbefälle werden abgedeckt. Da stellen wir sicher. Wir versuchen alles postalisch oder elektronisch abzuwickeln. Vaterschaftsanerkennungen vor der Geburt, falls die Frage von irgendjemandem kommt, weil es ganz dringend ist, die werden analog dem Landkreis Oder Spree derzeit nicht ausgestellt. Wir haben andere Prioritäten. So, wir haben im Bürgerbüro, also alles, was derzeit verwaltungsseitig in der Präsenz von einzelnen Bürgerinnen oder Bürgern durchgeführt werden muss, wird ausschließlich unten im Bürgerbüro mit Einzelabfertigung erledigt.
Also auch sämtliche Termine, die Sie möglicherweise mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung durchführen müssen, weil es unabdingbar ist, werden unten im Bürgerbüro durchgeführt. Wir haben dort extra noch angeschaffte Desinfektionsmittel, Antivirale, und werden die Plätze jedes Mal desinfizieren, wenn jemand dort war, und werden auch nur einzeln einlassen etc. pp. Aber es ist eben auch nur noch von 10 bis 16 Uhr besetzt und haben gemäß Dienstplan auch eine entsprechende Aufteilung, dass wir dort auch wechselndes Personal haben. So, ansonsten hoffe ich tatsächlich, dass wir das Ordnungsamt nicht nur kurzfristig verstärken müssen. Derzeit, wie gesagt, ist unser Ordnungsamt unterwegs in Kooperation mit der Polizei. Wir haben mehrere Polizeifahrzeuge mit entsprechender Besatzung unterwegs mit unserem Ordnungsamt. Wenn es sein muss, werden wir es verstärken mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung. Und ich hoffe wirklich, auch das wieder als Appell zu betrachten, dass niemand sich dazu berufen fühlt, die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Ordnungsamtes in irgendeiner Weise körperlich oder tätlich anzugreifen. Sie werden entsprechend ausgestattet sein. Sie haben von mir jedenfalls die Legitimation, sich selbst zu schützen in jeglicher Form. Ich hoffe, dass es nicht passieren wird. So, das war's erstmal soweit an dieser Stelle. Bescheinigung, okay. Der Friedhof, ob er offen bleibt. Der Friedhof ist, ja, grundsätzlich ist er offen. Einzelne Personen können natürlich den Friedhof betreten. Sie können ihn betreten und natürlich auch ja, entsprechend nutzen, um zu den Gräbern zu gehen und sie zu pflegen, wenn es denn notwendig erscheint. Auch hier wieder die gleiche Aussage wie immer. Es gilt für alle Dinge, sind sie jetzt wirklich dringend und unaufschiebbar notwendig? Bitte diese Frage jedes Mal stellen. Und wenn man sie mit Ja beantworten kann, aber nur, wenn man sie wirklich mit Ja beantworten kann, dann nutzen Sie die Möglichkeiten, die da sind. Ansonsten sehe ich vom Prinzip her keine Gefahr, wenn entsprechende Abstände gewahrt werden. Bitte keine Zusammenrottung von Gruppen an Gräbern. Schon zwei Personen könnten im Zweifelsfall zu viel sein, die ohne Abstand zueinander an den Gräbern stehen. So, schriftlicher Antrag auf neuen Personalausweis. Also ich interpretiere die Frage so, ob man jetzt noch einen Antrag auf einen neuen Personalausweis stellen kann. Sie können ihn stellen, aber sehr vermutlich werden wir ihn momentan nicht bearbeiten, weil wir gerade nicht wissen, ob die Bundesdruckerei überhaupt arbeitet, wie sie arbeitet, ob das alles überhaupt Sinn macht. Wir würden einen Antrag, den Sie einreichen, natürlich sicherlich erstmal aufnehmen und so denn möglich auch bearbeiten. Aber wenn die Frage dahingehend darauf zielt, was ich vorhin gesagt habe zu der Legitimationsfunktion des neuen Personalausweises, dann werden wir das eher nicht mit der obersten Priorität behandeln. Da das Reisen ohnehin eingeschränkt ist, glaube ich, kann man sich auch noch mit vielleicht ablaufenden Ausweisdokumenten legitimieren. Aber für die Möglichkeit würden wir das jetzt nicht prioritär behandeln. Also den Antrag auf Ausstellung eines neuen Personalausweises, wenn man jetzt deshalb das macht, weil man die elektronische Legitimationsfunktion zukünftig nutzen möchte. Da bitte ich um Verständnis, dass wir dort andere Prioritäten gesetzt haben. So, Einsatz von Lehrern anderweitig. Ja, also es gibt die Aussage, sofern die Lehrer nicht zu Risikogruppen gehören, was im Übrigen ja für alle gilt, also bevorzugt werden diejenigen, die Vorerkrankungen haben oder eben älter als 60 Jahre alt sind, sowieso nach Hause geschickt. Und es ist so, dass die Anweisung vom staatlichen Schulamt die ist, dass die Lehrer bei der Betreuung der Kinder auch in den Horten unterstützen sollen. Das kann sich aber auch täglich ändern. Da gibt es immer wieder neue Rundschreiben vom Schulverwaltungsamt und Ähnliches. Aber erstmal im Grundsatz ist es so, dass die Lehrer auch unterstützen, aber eben auch ja in der Betreuung der Kinder, jedenfalls bei der Unterrichtung in der Ferne, ja dafür da sind, auch entsprechende Aufgaben
wieder neu zu erteilen und sie zu kontrollieren und ähnliches. Wir versuchen da so elektronisch wie möglich zu arbeiten. So. Ummeldungen. Ob Ummeldungen möglich sind, ist jetzt gerade die Frage. Wo kommen die Fragen eigentlich her? Bei mir läuft gar nichts mehr rein. Okay, ich habe hier immer die gleiche. Die kommen ja alle hier rein. Aha, okay. Achso, in den Kommentaren unter dem anderen Post. Okay, alles klar. Mein Team sitzt hier noch und unterstützt mich mit den ganzen Fragen immer. Also, ob Ummeldungen gemacht werden können. Also auch hier gilt das Gleiche. Wenn es unaufschiebbar erscheint, dann ist es, kann dieser Antrag ja eingereicht werden. Im Zweifel auch einfach anschreiben oder anrufen im Bürgerbüro. Da kriegen Sie dann eine Information und wie das bewerkstelligt werden kann. Ich kann aber versichern, dass wir niemandem mit einer Ordnungswidrigkeit, mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren belasten werden, weil er jetzt seiner Meldepflicht im Zweifelsfalle nicht unbedingt nachkommt. Das sollte jedenfalls nicht das Problem sein. Hier sind wir dann eher kulant bei diesen Verwaltungsvorgängen. Ob eine Reise von Dresden nach Fürstenwalde möglich ist? Das ist die Frage, ob man aus Dresden rauskommt. Ich sag mal, noch ist weder Dresden noch Fürstenwalde abgeschottet. Ist es jemand, der aus Dresden zurückkehren möchte nach Fürstenwalde? Naja, dann wird ihm ja niemand verwehren, dass er in seine Heimat zurückkehrt. Ist es jemand, der aus Dresden kommen möchte, um Fürstenwalde zu besuchen? Dann ist meine Empfehlung, es bleiben zu lassen. Egal, wie schön es möglicherweise ist, dass man sich besuchen lassen möchte, aber niemand weiß so wirklich, wie ist die Situation da. Je weniger wir uns bewegen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass angesteckt wird, desto höher ist die Chance, dass wir die Infektionsrate, die Geschwindigkeit der Infektion verlangsamen können. So, wichtig ist noch zu sagen, weil das dürften jedenfalls alle mitbekommen, deren Kinder mitbekommen haben, deren Kinder in der Notbetreuung sind. Alle Kinder, also auch die Schulkinder, die Grundschulkinder, werden alle grundsätzlich im Hort betreut. Möglicherweise ist das, gibt es davon Ausnahmen, aber wie gesagt, im Grundsatz ist es so, dass wir alles im Hort, alle Kinder im Hort betreuen. Kann man Läden zwingen, dass Verkäuferinnen geschützt werden? Ja, natürlich. Das Arbeitsschutzgesetz gilt auch in Läden und natürlich auch für Verkäuferinnen und insbesondere in der jetzigen Situation. Ja, ganz sicher kann man sie zwingen. Sie sind tatsächlich dazu verpflichtet. Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, den Arbeitsschutz sicherzustellen. Und der Arbeitsschutz umfasst eben auch Regeln, wie jetzt unter der Maßgabe des Infektionsschutzgesetzes. Also ja, ganz klare Aussage. Auch wir sind hier verwaltungsintern damit beschäftigt. Auch im Krisenstab ist jemand, der den Arbeitsschutz sicherstellt. Und hier geht es tatsächlich darum, alle Möglichkeiten zu ergreifen. Mal so ein Pappbecher haben, bitte. Alle Möglichkeiten auszuschöpfen, wie wir die eigenen Mitarbeiter, die eigene Belegschaft schützen können. Und insbesondere hier bei den Geschäften, die geöffnet haben, müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Verkäuferinnen entsprechend geschützt werden. Ganz klar. So. Okay, weitere Fragen. Ich glaube, dann habe ich erstmal, wenn es keine weiteren gibt, für den Moment getan, was ich tun konnte. Achso, ob eine Beerdigung morgen stattfinden kann, ohne Gäste. Also ohne Gäste heißt im Zweifelsfalle ja erstmal, dass nur der Tote teilnimmt. Ich gehe davon aus, dass jedenfalls die engsten Verwandten vermutlich mit gemeint sind, dass die als Gäste mit teilnehmen können. Wie viele Leute? 20. 20 Leute ist die Frage. Es sind 20. Bitte Rücksprache mit dem Friedhof halten. Friedhof ist erreichbar. Bitte morgen mit dem Friedhof Rücksprache halten. Meine Empfehlung auch hier. Ich halte 20 Leute für zu viel. Ich sag mal, kulant wäre, wenn diese 20 Personen sich maximal zu viert
In Gruppen aufhalten, die Abstände halten und und. Ich weiß aber, wie schwierig das ist bei Beerdigungen. Man sucht ja Trost, man sucht Halt. Man umarmt sich und man drückt sich. Ich stelle mir das ziemlich, ziemlich schwierig vor, in einer Situation, wo jemand bei einer Beerdigung ja doch seiner Trauer erliegt, dass man ihm dann nicht zur Seite springt und ihn tröstet. Sind aber alles dann im Zweifelsfalle erhöhte Infektionsherde für den Fall, dass jemand dabei ist, der den Virus in sich trägt. Und das kann im Zweifel auch ein Jugendlicher sein. Denn wie wir alle wissen, sind die Symptome oder das Zeigen von Symptomen bei Kindern und Jugendlichen nicht so stark ausgeprägt wie bei Erwachsenen. Überprüfen Sie auch hier einfach, ob das geht, wie fühlt man sich selbst bei dieser Beerdigung, kann man das gefahrlos machen. Dann gibt es hier eine Frage zu Werkstätten. Werkstätten sind geöffnet. Auch hier ist sicherzustellen, dass eben kein Gedränge herrscht, dass nicht so viele Personen aufeinander stehen, dass ja, Infektionsschutz ist letztendlich oberstes Gebot, aber Verkauf ist nicht gestattet. Da werden wir auch entsprechend drauf achten. Aber grundsätzlich sind die Werkstätten geöffnet. So, ich würde jetzt Folgendes sagen. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde, ja, ein bisschen mehr als eine Stunde Facebook Live gehabt. Ich hoffe, ich konnte erstmal die drängendsten Fragen beantworten. Wie gesagt, die Hotline ist geschalten. 557 557 ist die Durchwahl für alle Fragen, die Corona, Covid-19 und alles, was in dem Zusammenhang steht, offen ist. Nutzen Sie diese Möglichkeit, wenn Sie nicht durchkommen. Dort bleiben Sie geduldig, versuchen Sie es nochmal. Wir haben zwei Personen, die von 10 bis 16 Uhr die Telefone besetzen. Sollte es sich herausstellen, dass diese Kapazität nicht ausreicht, dann werden wir sie auch erhöhen. Wir werden möglicherweise die Zeiten auch noch erhöhen. Das wird sich aber zeigen, je nachdem, wie viele Fragen tatsächlich noch auftauchen. Nutzen Sie auch die Möglichkeit, jetzt hier noch unter dem Video zu kommentieren, noch Fragen zu stellen. Schreiben Sie uns gerne auch eine E-Mail, wenn Sie noch Fragen haben, die jetzt noch nicht beantwortet worden sind. Und nutzen Sie auch gerne, wie gesagt, die Kommentarfunktion immer wieder bei den Dingen, die wir über Facebook bekannt geben auf der Seite Rathaus Fürstenwalde und über unsere Webseite sowieso. Wir sind erreichbar, wir unterstützen Sie so gut es geht. Solange wir können, so intensiv und so gut und so kooperativ wie nur möglich. Aber bitte, bitte, bitte kooperieren Sie ebenfalls. Folgen Sie den Anweisungen, bleiben Sie zu Hause, hinterfragen Sie sich selbst und vor allem bleiben Sie gesund und friedlich. Vielen Dank.